Hant will er reden von einer Pièce von Georges Tabori, die Kannibalen. In unserer Gruppe ist du Frau, was heißt Anita Jans. Sie lebt in Brüssel, in Belgien, in sozer gestellten Kontakt mit Charles Goldschlager. Kedai, wir sollen reden wegen einer neuen Übersetzung von die Kannibalen von Georges Tabori. Von dem will ich halt reden von dem Bier. Lassen wir erstens sagen, ein paar Werte wegen Georges Tabori. Wer ist Georges Tabori? Er ist ein Dramaturg, ein Schreiber, er ist ein viele gewesen, ein Akteur. Er ist geboren in 1914 in Budapest. In der Zweiten Weltkrieg ist er gewesen in England, er ist viele gewesen in Bulgarien. Und er ist weggefahren nach Amerika, er hat sich bekannt dort mit großen Akteuren, also wie Greta Garbo, Charlie Chaplin und Bertolt Brecht und Alfred Hitchcock. Er hat geschrieben eine Pièce. Nachher, nach dem Krieg, ist er zurückgekommen nach Deutschland. Er hat dort gelebt und er hat viele Gatter Theater. Ich habe gesehen, im Jahr 2002 eine Pièce du in die Comédie Française, in der französische Komödie, was heißt Copperfield and Weissmann. In selben Bier wie du mit kennen die Pièce ist du euch die Pièce wegen seiner Mame, der Courage von seiner Mame. Seine Eltern sind deportiert geworden. Aber bloß seine Mama ist zurückgekommen. Von dem rettet die Pièce der Courage von der Mama. Lassen wir jetzt reden wegen die Kannibalen. Ich habe die Gelegenheit, die zu leinen die Pièce. Es ist nicht so leicht zu reden von der Pièce, was man leint und nicht was man sieht. Aber auf YouTube habe ich bloß gesehen in Spanisch, ein kleines Verschen von den Kannibalen. Und es ist nicht genug, sich zu vorstellen, was ist in die Pièce, auf was ich habe gesehen. Aber mit was ich habe geleint, können wir machen etwas. Von was handelt sich die Pièce? In die Pièce. Es handelt sich wegen Deportierte. In Block 6 in Auschwitz. Sie sind hungrig. Sie haben gar nicht was zu essen. Sie sind gestorben. Ein Mensch, der heißt Buffy Pinkus. Er ist ein grober Mensch. Und sie wollen ihn pushen essen. Vor den Unheil von der Pièce reden zwei Personagen von der Pièce in New York, wegen wo sie haben gegessen. Einer hat gegessen eine Bananasplit, einer hat gegessen eine Tarte von Erdbeeren. In nachher sehen wir Puschet in Auschwitz. In mir sehen die Gefangene Unheimen, sie machen eine Mahlzeit mit Buffy Pinkus. Es ist dort du, was heißt der Vetter. Und der Vetter hat uns zu schreien, zu quetschen, in der zitierte Teure, in Dusses, in ganzen Mischige. Nicht doch du in a Gehennen, in Block 6 von Auschwitz, in Menschen greiten sich sie zu essen, ein anderer Mensch, versei seinen hingerig, in der zitierte Teure, in nicht bloß er zitiert, der Teure, er sagt, was ist das, als Gott ist gestorben, ist auserlobt, und so weiter. Der Buffy Pinkus, was man meint, er ist gestorben, hat sich um,
halb zu hoffen, halb tun zu reden. Sagt einer, wo sie das? Sagt er genommen Gustave Flaubert, 5 Jahre zu schreiben, Madame Bovary. Das heißt, es hat schon eine Zeit, wenn er jetzt still sein, wenn es jetzt sein, etwas zu tun mit ihm. In siehst du mit die Werte, grobe Werte, siehst sehr roh die Pièce geschrieben. Sie ist geschrieben auf einer sehr rohen Eufen. Die Sprache, sie ist übergesetzt von Englisch. Anita Jans hat übergesetzt von englischen Luschen die Sprache auf Französisch, aber die Sprache ist sehr roh. Es ist doch du, aber der Humor, euch hat Witzen, man spielt sich mit der Sprache, aber der Vetter sucht. Aber Tommy, mir haut nicht eine Sprache. Tommy, mir benutzt sich nicht, wie es darf mit der Sprache. Ist es eine Sekunde für Menschlichkeit. Das ist nicht bloß wohl im Allgemeinen. Also, mir benutzt sich nicht geht mit der Sprache, benutzt mir sich nicht geht mit Menschen. Für ein Wort ist ein Mensch. In einer Verbindung zwischen Werten ist auch eine Verbindung zwischen Menschen. Also in die Pièce ist du etwas eine Karikatur, was kann geschehen im Leben, wenn man haut nicht in sich die Sprache, also mit ein bisschen Geduld, in man macht nicht definiert etwas, was ist sehr wichtig, aber sucht, was man will, in man macht euch etwas, was man will. Sie ist es erlaubt, sie essen einen anderen Mensch, wenn wir sind gierig. Das ist schon eine Pièce, was wir haben gesehen, euch in Paris, in der französischen Komödie von Michel Vinaver, L'Ordinaire. Die gewesen ein Flugzeug, was ist abgefahren mit Menschen, in sei oben ungeheuer sich zu essen, einen dem anderen. Das ist euch in passiert, solche Sachen. In die Pièce ist ein ganzer Tararam. Die Welt ist nicht in Ordnung. Es ist etwas im Ganzen unaneck, unkaschim Gesetz. Was können wir machen in so einer Situation? Wir schreien, wir zitieren die Teure, wir hypen uns zu quitschen, der Teute hypt sich um. Er ist nicht im ganzen Teut. Er wird schon sterben. Schön. Also, wie soll macht man am in einer Situation wie die Menschen, die seinen Gewehen in Auschwitz? Was Georges Tabori wahrstens ist, sei seinen nicht Helden. Man darf nicht meinen, dass die Corbonus seinen Helden. Sei seinen Menschen wie alle andere Menschen. In Thomas sei seinen hingerig. Können sie essen an anderen Mensch, was ist schon teut. Und das ist möglich. Alles ist möglich. Aber das ist menschlich. In einer Lage, wie gar nicht ist mehr menschlich, ist es noch menschlich, zu essen im Zerandisch, aber Tomer ist teut, am ist hingerig. Das will er uns sagen. Ich habe gekickt, ich zeige euch auf ein Video von Georges Tabori, wie er redet mit dem Zerandisch. Er ist sehr ernst, er kickt immer viele nicht auf den Punen. Und er redet mit einem schweren Akzent, das ist ein ungarischen, englischen Akzent, öfter ein bisschen jüdisch, ich bin nicht sicher. Aber er redet Deutsch in die Interview mit einem sehr, sehr starken Akzent. Wegen Kannibalismus darf man sagen, als das ist, das kann man nicht machen in einer Zivilisation. Die ganze Zivilisation ist geschaffen, aber so nicht im Zerandisch essen. Das heißt, der Mensch erwartet. Ein Mensch ist Puter von der Welt. Es ist dieselbe Sache, wie man heiratet mit dem Zer. Man kann nicht heiraten mit allen Menschen, mit der Mama, mit der Schwester, mit dem Bruder, mit der Cousinke. In Wusfara Gesellschaft es so nicht sein, sondern du Gesetzen,
Wie soll man darf zu heiraten, in es nicht erlaubt zu essen und zu randisch. Das heißt nicht, ein Kannibalismus existiert nicht. Es existiert. Und wir können sehen, in die Antiquität, als es gewesen Mädler, von dem redet der Historiker Herodot, redet von ein Volk, was heißt die Massagette, die Massagetten haben gegessen, alte Lad, wenn sei seinen Gewehen sehr alt und gestorben. Und diese Gewehen versei Arefie, sagen sie. Das heißt, das ist nicht dieselbe Sache, wie was Montaigne erzählt in seinen Essayen, wenn man gegessen Menschen, wenn ein Volk hat gegessen Menschen, wie in der Antiquität, und diese Gewehen eine Kumme. Man nimmt eine Kumme für eine Säune. Also als Kannibalismus sind nicht bloß psychopathologisch. Es ist ein Japaner, der hat gegessen, seine Frau, die er hat lieb gehabt, solche Sachen, die wir kennenlernen in die Zeitungen oder in die Journalen. Aber es existiert schon eine lange Zeit, aber es ist nicht erlaubt, verwusst nicht bloß, es ist nicht schein oder es ist mies oder man darf nicht. Es ist der Grund für eine Zivilisation, also wir sollen nicht essen an andere Menschen. Und du darfst mir sagen, ein paar Werte wegen Claude Lévi-Strauss. Er hat auch gegeben Covid zu François Héritier in einem Bier in 2000, in einem Artikel, was heißt der Apolog für die Amiben. Was ist das? Amiben sind kleine Bakterien. Und sie leben allein, sie sind Jägers, und wenn sie haben nicht mehr Wurst zu essen, haben sie sich die eine zum anderen und sie sekretieren etwas als Substanz, was haut sie im Ganzen zusammen. Aber die anderen Bakterien, die sie essen, sekretieren genau dieselbe Substanz. Das heißt, als dieselbe Substanz, was haut sei zusammen, ist euch die Substanz, von was sei essen in die Bakterien. Also ich sucht ins Claude Lévi-Strauss, als in einer Gesellschaft, aber haut sich zusammen, kann dieselbe Sache, was haut ins zusammen, das heißt die Substanz, was haut die Amiben zusammen, sein euch etwas, was zerstört die ganze Gesellschaft, was ist euch fähig zur Destruktivität für die ganze Gesellschaft. Also der Horizont für Menschlichkeit ist Kannibalismus. Das ist im Mägler nicht bloß, was sie nicht scheint, vergottet es nicht gesucht, zu machen, solche Sachen, das Zeug nicht. Vertomme, jeder Mensch ist ein anderer, ist nicht Stück der Gesellschaft. Es darf sein, an anderen Öfen zu sein zusammen. In die Pjäse, die Kannibalen mit der sehr schwarzen Humor, sucht ins Tabori, als in einem Gehennem wie Auschwitz, kann Kannibalismus euch sein, als Simmen für Menschlichkeit.